Moin Leute und herzlich willkommen zu Terra Rising. Nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit spiele ich wieder Terra. Ich habe es die letzten Tage updaten lassen. Irgendwie stürzt das immer ab, aber naja, hat auf jeden Fall jetzt funktioniert. Und es ist eigentlich weniger ein eigenständiges Gameplay, sondern mehr eine Videoantwort auf meinen allerersten Part von Terra. Mehr ein Dankeschön, denn der erste Part von Terra ist jetzt bei über 30.000 Aufrufen und ich kann es nicht fassen, warum das Video so eine große Aufrufzahl hat, eine so große Beliebtheit hat, weil die Bewertungen sind doch sehr, sehr positiv für mich ausgefallen. Und ja, ich möchte an dieser Stelle einfach nur einmal wirklich von Herzen Danke sagen, denn damit habe ich echt nicht gerechnet. Und jetzt das Video dann auch gerne besser gemacht, aber na gut, es ist so geworden, wie es geworden ist. Und ich mache einfach heute mal ein kleines Gameplay als Dankeschön und einfach nochmal, um Terra zu spielen. Denn es hat sich bis dahin, ja, was heißt, nicht viel verändert. Im ersten Part habe ich ja noch mit einer Magierin gespielt, um einfach ein bisschen zu gucken, wie das Spiel so ist, was die von der Grafik her und so kann. Und dann habe ich geplant gehabt, mit meiner Community zusammen das Spiel zu Let's Playen. Und haben einfach mal ein bisschen vorgespielt. Mittlerweile bin ich Level 24. Also ein bisschen vorspielen war da doch ein bisschen, ne? Hat einfach unglaublich Bock gemacht. Die Lust, es zu Let's Playen, ist vergangen. Aber sie könnte auf... Also wiederbelebt werden, was auch immer. Je nachdem, ob Leute da überhaupt Bock zu haben. Also, das war eine indirekte Frage an euch. Ja, wir werden erstmal hier, glaube ich, die Quest abgeben. Wie auch immer ich da hinkomme. Das ist hier alles klar. Da reiten wir. Und dann werden wir uns ein bisschen in Terra umgucken. Denn es ist immer noch ein sehr, sehr schönes Spiel. Was heißt immer noch? So lange ist der Part auch nicht hier. Aber ich glaube, es ist doch schon ein Jahr vergangen seitdem. Müssen wir gucken, ob ich immer noch kämpfen kann. So, und ihr seid Versuchskaninchen hier. Mats! Ja, ich wollte einfach mal eine mit einer dicken Axt haben. Aber da war... Nee, das wollte ich nicht machen. Oder irgendwie schon. Ich habe nämlich damals herausgefunden, dass man Kombinationsangriffe machen kann. Heißt also, wenn ich diesen Angriff gemacht habe, kann ich mit Leertaste direkt einen hinterher setzen. Das habe ich dann halt so belegt, dass es mit Leertaste, denke ich zumindest, dass ich das mal gemacht habe. Ich habe halt kurz vor dem Video nur eben kurz einen Kampf gemacht, um zu sehen, ob ich das überhaupt noch kann. Eigentlich schon, aber ich müsste halt nochmal wieder gucken, wie ich meine Kombinationsangriffe zusammengebaut habe. Damit ich nachher nicht völlig hilflos bin. Alles klar, da müssen wir hin. Ist ein bisschen finster geworden seit dem ersten Part. Liegt einfach an der Welt. Logischerweise. Ja, die erste Welt war halt noch ein bisschen süß, ein bisschen fröhlich. Irgendwo konnte man Dings. Hier, das hat ausblenden. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ist aber jetzt erst mal ein bisschen egal. Ja, du bist da schon am Kämpfen. Viel Spaß dabei. Ich muss eine Quest abgeben. Wenn ich es überlebe. Obwohl die Gegner sind alle weiß, steht eigentlich für, ich habe reelle Chancen, hier was zu überleben. Hoffe ich zumindest. Da ist der Punkt. Ich habe gerade die Karte gesucht. Ja, ich hoffe, dass mich der Spaß an Terra wieder packen kann. Dass ich da vielleicht vielleicht auch mit dem Epic wieder ein bisschen was bespielen habe. Oh komm, hier kommen die kloppen wir kaputt. Irgendwie konnte man auch blocken. Ah. Obwohl, lebenstechnisch sieht es eigentlich noch ziemlich gut aus. Was seid ihr denn für welche? Und drehen, 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 drehen. Zack. Und wenn ich niedergeschlagen werde, kann ich noch so einen Angriff hinterher setzen. Nur leider ist jetzt natürlich der Buff dafür weg. Also, ich habe gerade einen Cooldown gehabt. Jetzt stirbt doch endlich! Zack. Und dann kann ich direkt einen nachsetzen. Ja, habe ich mir damals alles schon zurechtgelegt, finde ich. So, weg, Mann. So. Meine Güte, ey. Oh, was ist das denn hier?
Sammle antikes Fragment. Ach, ist das eine Quest? Hallo? Ist es oder ist es nicht? Hier liegt noch was, aber ich schätze mal, das gehört anderen Leuten. Aber ich kann es aufnehmen, also. Fette Beute. Ich weiß nicht, ob es schon vorher drin war. Naja, gibt anscheinend jetzt neue Aufgaben, die man machen kann. Heißt also, Terra hat noch ein bisschen mehr Motivation. Weil man halt noch mehr erfüllen kann. Durch Sammeln von irgendwelchem Scheiß. So. Sucht ihr nach mir? Ja, ich bin den ganzen weiten Weg hierher gelaufen. Also suche ich sehr wahrscheinlich nach dir. Was ist das für eine Taste? Ist das die I-Taste? Ich guck einfach mal. Ja, ist die I-Taste. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe ein Inventar und es überfordert mich. Es überfordert mich total. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich müsste irgendwann mal nach Aufnahmeende mal gucken, wie denn das so aussieht hier. Mit, komm. Lauf schnell. Mit Inventar gucken und so. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Komm. Der hat eine Aufgabe, der kleine Waschbär hier. Ja, kurz trifft's auf jeden Fall. Ob du mir helfen kannst bei der Größe, weiß ich aber nicht. Hör auf zu tanzen. Ja, das war mal kurz. Sonst noch irgendeine Aufgabe hier in der Nähe? Nö, anscheinend nicht. Was sagt denn das Kärtchen? Keine Ahnung. Was sagt denn das hier? Da oben. Also wieder zurück. Okay. Alles ist kein Thema. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Wo konnte. Wofür ist das jetzt? Mal gucken. Ziel nicht gefunden. Was ist noch einmal? Keine Ahnung, was das ist. War das schon vorher da oder kam das jetzt mit den Updates rein? Bin mir da gar nicht so sicher. Oh, guck mal. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Das ist sehr schön. Das ist so schön, da würde ich am liebsten einmal kurz reinkloppen. Hi. Oh, so viele Ausrufe zeigen. So. Irgendwie konnte man abblocken, oder nicht? Wie war das denn noch? Und aufstehen! Und reindrücken. Ja, mein Charakter ist natürlich ein Tank, dementsprechend etwas langsamer als natürlich jetzt ein flinker Schwertkämpfer. Inventar ist voll. Ah, nein! Ich tue einfach mal so, als wenn das jetzt total unwichtig wäre. Hi! Wow. Irgendwie konnte man wiehern und damit Leute nerven. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das ging. Na, die verfolgen mich. Bitte nicht. Ach, die Musik. Die ist schön. Die ist wirklich schön. Wollte ich gerade sagen, Satz mit X war wohl nix. Oh, ich bin noch gar nicht da. Ist halt hier? Er scheint hier zu sein. Es stummt, als ihr euch annähert. Okay. Den verstehe ich nicht. Lasst euch von mir zum Karren teleportieren. Ja, er will mich aber nicht teleportieren, der Wechsler. Was ist das hier? Fertigkeitenmenü. Oh Gott. Oh, es ist zu viel. Es ist zu viel. Ich komme nicht drauf klar. Da ist auch noch was. Noch 5000 Tage gültig. Dein Einkauf im Itemshop. Ich habe was eingekauft?
Ausstattungsgegenstand für Stufe 1 oder höher. Wow. Was? Moment mal, zusätzlicher Charakterplatz. Abholen. Jawoll! Gegenstand benutzen möchten. Ich kann den Gegenstand nicht entgegennehmen. Ja. Ich raff's gerade nicht. Vielleicht sollte ich auch einfach mal mir die Missionsbeschreibung angucken. Obwohl, wir haben ja noch ein paar. Die Karawane ist schon lange überfällig. Was sollen wir tun? Ohne meine Instrumente kann ich gerade nicht mit. Warte, was war das? Das ist so ein Signal. Schwierigkeiten, müssen wir helfen, schnell, werde euch zum Teleportieren. Ja, aber er lässt mich nicht teleportieren. Er sagt ja, stummt an, sobald du dich näherst. Ja, aber wann verstummt der denn nicht? Den verstehe ich jetzt nicht. Na gut, ich möchte mich ja auch nicht lange mit aufhalten. Mal halt eine andere Quest. Gibt's ja genug von. Welche das war jetzt nochmal? Nein. Nein. Oder nein. Nein, das war das brutale Inventar. Machen wir hier. Fertigkeitenmenü. Na. Nee, jetzt noch mehr Sachen, die ich nicht verstehe. Questbuch. Noch nicht freigespielt. Alles klar, super, dankeschön. Kann ich also nicht machen. Regionsquest, Tagesquest, Ruf ansehen. Habe ich nicht. Ich bin ein böser Mann. Wo? Alter. Ja, das war mal ein Pferd, du. Meine Herren. Wo waren wir jetzt? Ja, ich weiß nicht, warum das Ding verstummt. Vielleicht habt ihr ja da eine Idee. Leider ist mir das jetzt nicht bekannt und ich möchte mich da halt nicht so lange dran aufhalten, das ist nur wieder unnützige Schneiderei und so weiter. Hübsch, sehr hübsch. Du, ich schätze mal, wir machen noch so eine Tussi da kalt und dann war es das fürs Erste. War ziemlich leicht bekleidet, die Alte, aber hi, hey, hi, hi, wie groß die ist. Das ist normal. So, komm mal her hier. Batz. Oh, was ist denn auf 5? Ach genau, da hatte ich ja noch irgendwie was zusammengelegt. Dass wenn ich da irgendwie diesen ich rass ausschrei mache. Dass ich dann da noch irgendwie was aktivieren kann. 100 plus Mana. Das heißt, ich werde stärker, kann gleich mein Mana auffüllen und sofort eine Attacke reinkloppen. Also ich bin schon schlau, möchte ich mal sagen. Wo hat ich das überhaupt nochmal gemacht, dass man so seine Attacken kombinieren kann? Oh mein Gott! Es ist zu viel, es ist zu viel. Karte. Nee, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu... Ich muss erst wieder in das Spiel reinkommen, sonst lohnt sich ein Gameplay einfach nicht. Das soll immer soweit für diesen Part von Terra gewesen sein. Ich bedanke mich in diesem Sinne erstmal für über 30.000 Aufrufe. Das ist der helle Wahnsinn. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dahin. Tschüss. Oh, ist die knuffig.